Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Tutorial-Reihe über ein sehr heiß diskutiertes Programm namens Safe Wizard. Was Safe Wizard überhaupt ist, was es euch bringt, was dahinter steckt und vieles mehr erfahrt ihr in dieser Tutorial-Reihe. Deswegen Leute, vergesst nicht einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und außerdem Leute, wenn euch das Ganze hier interessiert, besonders in Bezug auf GTA und GTA Online, Hashtag DMO-Glitch, Frozen Money und vieles mehr, dann vergesst auch nicht den Abo-Button zu drücken. Aber Leute, hier greife ich gerade sehr vor. Deswegen Leute, fangen wir erstmal ganz von vorne an. Was ist überhaupt Safe Wizard? Safe Wizard ist ein Programm für den PC, womit es möglich ist, PS4-Spielstände zu modifizieren. Das bedeutet, ihr könnt hier einen Spielstand mit Cheats so gesehen aufwerten. Das bedeutet, ihr könnt in eurem Spiel mehr Geld haben, eure Fähigkeit auf Max haben oder was auch immer möglich ist mit eurem Spiel. Aber wenn ihr genauer wissen wollt, was genau mit eurem Spiel möglich ist mit Safe Wizard, dann könnt ihr das auch auf der Webseite nachschauen. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier einfach mal auf die Safe Wizard Seite. Wenn wir jetzt hier auf der Safe Wizard Seite angekommen sind, der Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung, dann scrollen wir einfach mal ein bisschen runter und wir sehen hier alle Spiele mit allen Cheats, die Safe Wizard anbietet. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier einfach mal in der Suchleiste unser Spiel an. In meinem Fall gebe ich jetzt hier einfach mal GTA ein. Und ja, GTA ist hier zu finden und schauen wir einfach mal, was hier möglich ist. Gut, in GTA ist hier einmal Max Stats und Max Geld möglich, was ihr hier modifizieren könnt. Und Leute, vielleicht ist es hier auch schon euch aufgefallen, das Ganze hier ist ein Story-Modus-Editor, kein Online-Editor. Das bedeutet, ihr könnt Spielstände nur vom Story-Modus editieren, aber nicht von Online-Modus. Bitte macht euch das klar. Aber Leute, bevor wir uns das hier Safe Wizard kaufen, was braucht ihr denn überhaupt alles, um Safe Wizard wirklich benutzen zu können? Als erstes braucht ihr hier natürlich erstmal einen PC oder Laptop. Auf dem PC oder Laptop solltet ihr WinRAR schon installiert haben, denn wir müssen später bei der Installation von Safe Wizard was entpacken. Deswegen braucht ihr hier WinRAR. Außerdem braucht ihr hier auch einen USB-Stick mit mindestens 2 GB Speicher. Und natürlich, Leute, da das Ganze hier ein PS4-Editor ist, braucht ihr hier ein PS4 und auch ein PSN-Account. Wenn ihr das Ganze habt, super, das bedeutet, wir können uns jetzt erstmal Safe Wizard kaufen. Das bedeutet, ich gehe jetzt hier oben einfach auf Buy Safe Wizard. Wenn wir das gemacht haben, kommen wir jetzt zur Produktseite, wo uns 2 Pakete angeboten werden. Einmal, wo ihr 2 PSN-Profile registrieren könnt und einmal, wo ihr ein PSN-Profil registrieren könnt. Und klar, Leute, wo ihr nur ein PSN-Profil registrieren könnt, ist natürlich günstiger. Aber ist es auch das richtige Paket? Wenn wir uns das Ganze hier ein bisschen genauer anschauen, Leute, wird uns auffallen, dass wir beim rechten Paket, was günstiger ist, wo ihr aber nur ein PSN-Profil registrieren könnt, wir gewisse Sachen nicht mit drin haben. Zum Beispiel den Advanced-Modus. Der Advanced-Modus ist dazu da, Spielstände, die nicht von euch sind, aber auf euren Account zu übertragen und den zu benutzen. Das ist hier leider nicht dabei, was sehr schade ist und wir tatsächlich auch in Bezug auf DMO-Glitch für GTA Online etc. aber brauchen. Und Leute, hier kann man tatsächlich auch keine eigenen Cheats hinzufügen. Safe Wizard bietet ja von Haus aus ein paar Cheats an, aber theoretisch könntet ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt mit eurem Paket, auch weitere Cheats hinzufügen, was hier leider nicht der Fall ist. Deswegen Leute, ganz klar, kauft euch hier das teure Paket, wo ihr 2 PSN-Accounts registrieren könnt. Ist zwar teurer, ja, aber hier habt ihr diesen Advanced-Modus, der später tatsächlich wichtig ist in Bezug auf GTA mit dem DMO-Glitch, Frozen Money und vieles mehr. Gut, wenn wir jetzt hier einfach auf Buy Now klicken, kommen wir jetzt zur Seite, wo wir bezahlen können. Und Leute, euch wird auffallen, dass ihr nur PayPal nehmen könnt als Bezahlungsmethode. Das bedeutet, ihr braucht hier natürlich auch einen aktiven PayPal-Konto und natürlich sollte die E-Mail-Adresse, worauf PayPal registriert ist, auch aktiv sein. Denn der Aktivierungscode für Safe Wizard wird später auf diese E-Mail-Adresse geschickt, wo PayPal registriert ist. Denn als nächstes müssen wir erstmal unsere Währung auswählen. Gut, in meinem Fall ist es jetzt hier Euro, ich gebe jetzt hier Euro an und gehe jetzt auf Buy Now. Wenn wir auf Buy Now geklickt haben und das Ganze hier auch mit PayPal abgewickelt wurde, werden wir wieder zurück zur Safe Wizard Seite geladen. Nämlich erhalten wir jetzt hier von Safe Wizard eine Rechnung. Und diese Rechnung, Leute, solltet ihr euch abscreenshotten. Denn hier ist die Transaktions-ID. Falls ihr irgendwelche Probleme habt, weil irgendwie keine E-Mail von Safe Wizard kommt oder sonst irgendwie, dann ist hier dieser Transaktions-ID sehr wichtig. Denn wenn ihr den Support anschreibt, und kleiner Tipp, Leute, schreibt den Support auf Englisch an, dann braucht ihr genau diesen Screenshot, um zu sagen, ey yo, ich habe bezahlt, ich habe hier aber nichts bekommen, was ist denn jetzt hier los? Denn dann kann euch der Support direkt weiterhelfen und wahrscheinlich auch euch dann einfach direkt die Zugangscode schicken zu Safe Wizard.
Gut, habt ihr euch das Ganze abgespeichert, so wie ich? Dann schauen wir doch einfach mal in unserem Postfach bei der E-Mail-Adresse. Und ja, Leute, ich habe hier eine E-Mail von SafeWizard bekommen. Und zwar mit einem Aktivierungsschlüssel. Dieser Aktivierungsschlüssel ist einmal in diesem gelben Kasten und ihr findet ihn auch in der Kurzanleitung in der E-Mail. Diese Kurzanleitung ist für die Installation von SafeWizard. Gut, wenn wir es hier einfach mal hier auf Download hier klicken, dann laden wir uns direkt eine ZIP-Datei runter, wo drin die Installationsdatei ist. Das bedeutet, ich ziehe es hier kurz mal auf den Desktop und ich packe einfach das Ganze hier einfach mal hin. Und hier haben wir jetzt auch die Installationsdatei für SafeWizard. Die Installationsdatei führen wir jetzt auch einfach mal aus. Klar Leute, ihr könnt bei der Installation auch entscheiden, wohin es installiert werden soll. In meinem Fall habe ich aber alles auf Standard gelassen und ich habe auch die Nutzungsbedingungen natürlich akzeptiert. Und bei mir ist jetzt auch die Installation abgeschlossen. Jetzt habt ihr einen neuen Icon auf dem Desktop und zwar das SafeWizard Icon. Und wenn wir SafeWizard einfach mal starten, werden wir direkt nach einem Aktivierungskey gefragt. Das bedeutet, ihr müsst jetzt den Code, den ihr im gelben Kasten hattet von der E-Mail, jetzt hier eingeben. Und wenn ihr das hier eingegeben habt, Leute, wird sich SafeWizard öffnen. Ihr werdet als erstes ein News Pop-up bekommen, den ihr mit OK einfach wegklicken könnt. Denn dort erfahrt ihr einfach neue Informationen, wenn irgendwelche Updates kommen von SafeWizard etc. Aber generell für uns unwichtig. Gut, bei uns hat sich jetzt SafeWizard komplett gestartet und wir sind jetzt in diesem Menü. Aber wir müssen erstmal hier unser PSN-Profil registrieren, damit wir SafeWizard auch wirklich benutzen können. Und dafür, Leute, brauchen wir jetzt unser USB-Stick und wir gehen jetzt auf die PS4. Gut, sind wir jetzt hier auf der PS4 angekommen, Leute, brauchen wir hier erstmal irgendeinen Spielstand. In meinem Fall nehme ich jetzt hier den Spielstand von GTA, aber es kann auch ein Spielstand von irgendeinem anderen Spiel sein, womit ihr SafeWizard halt benutzen wollt. Generell völlig egal. Aber Leute, ihr müsst natürlich auch den USB-Stick jetzt an der PS4 auch angeschlossen haben. Seid ihr jetzt auf der PlayStation angekommen, Leute, geht jetzt einfach auf die Einstellungen, scrollt runter zur Verwaltung von Anwendungen gespeicherte Daten, geht dann gespeicherte Daten im Systemspeicher und geht dann auf USB-Speichergerät kopieren. Und jetzt könnt ihr auswählen, welches Spiel ihr jetzt so gesehen kopieren wollt auf euren USB-Stick beziehungsweise welches Spiel ihr später mit SafeWizard benutzen wollt. Und in diesem Fall wähle ich hier einfach mal GTA aus. Und hier müsst ihr jetzt auswählen, welchen Speicherstand ihr jetzt modifizieren wollt. Und Leute, hier nehmt ihr bitte nur einen richtigen Speicherstand. Das bedeutet, wo nicht hinten dran Backup steht oder Profile oder sonst irgendwas, sondern einfach nur einen normalen Speicherpunkt, wo dran steht, bei welcher Mission ihr seid und wie weit ihr im Story-Modus seid. Und das geht ihr dann jetzt einfach auf Kopieren. So, in meinem Fall hatte ich noch eine alte Kopie auf dem USB-Stick. Das könnt ihr auch einfach überschreiben, falls das bei euch kommt. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Habt ihr jetzt den Spielstand auf eurem USB-Stick kopiert, können wir jetzt wieder zurück zum PC gehen. Und denkt dran, Leute, auch den USB-Stick von der PC wieder abzumachen und an den PC anzuschließen. Und SafeWizard sollte jetzt erkennen, dass ihr auf dem USB-Stick einen Spielstand habt. Falls es bei euch nicht der Fall ist, dann müsst ihr auch mal unten den richtigen USB-Stick auswählen, falls ihr mehrere angeschlossen habt. Aber in meinem Fall hatte ich ja nur den einen, deswegen hat SafeWizard das direkt erkannt. Gut, um jetzt euer PSN-Profil jetzt hier zu registrieren, macht ihr hier einmal Doppelklick drauf und dann fährt sich ein kleines Menü runter. Und ihr seht schon, dass ihr in der ID so eine Zahlen-Buchstaben-Kombination habt. Und das Ganze jetzt einfach zu registrieren, klickt jetzt hier mit der rechten Maustaste drauf und geht auf Register Profile. Und hier könnt ihr jetzt einfach noch eurem Profil einen Namen geben. Der muss nicht gleich sein wie euer PSN-Name, aber ne, wie ihr wollt. Gut, in meinem Fall ist es einfach NHW genannt. Und geht jetzt auf Apply. Gut, das Profil ist jetzt registriert. Falls ihr das Profil, warum auch immer, wieder löschen möchtet oder sonst irgendwie, ihr müsst jetzt hier auf Settings gehen, scrollt runter zu Profile Manager, dann öffnet sich wieder ein Pop-up-Fenster und geht dann mit der rechten Maustaste aus Profil und könnt dann theoretisch Delete Profile. Aber Leute, das könnt ihr erst nach 30 Tagen bei der Erstellung des Profils. Also sprich, in meinem Fall ist natürlich noch die Zeit nicht abgelaufen, deswegen kann ich das nicht. Aber egal, unser PSN-Profil ist jetzt registriert. Das bedeutet, wir können jetzt auch SafeWizard anwenden. Dafür gehen wir jetzt hier wieder auf My Saves und gehen jetzt wieder hier auf GTA mit Doppelklick. Dann öffnet sich wieder unten das Menü und wir sehen jetzt auch hier, dass wir bei Sheets 7 Sheets zur Verfügung haben. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier wieder auf die rechte Maustaste drauf und gehen auf den Quick Mode. Wenn der Quick Mode geladen hat, wird sich ein Pop-Up-Fenster wieder öffnen, wo ihr die Sheets auswählen könnt, was ihr jetzt haben wollt. Also hier auch wieder für die Charaktere Max Geld und Max Fähigkeiten. Ich habe jetzt hier einfach mal alles ausgewählt, obwohl ich nicht mal Trevor oder Michael habe, denn das ist hier nicht so schlimm. Und geht einfach hier unten auf Apply.
Gut, das Ganze wird sich jetzt wieder laden. Wenn das Ganze wieder fertig geladen hat, Leute, können wir wieder auf die PlayStation gehen und den USB-Stick natürlich wieder auch an die PlayStation anschließen. Gut, wir sind jetzt wieder an der PS4 und haben auch den USB-Stick wieder an der PS4 angeschlossen. Gehen wir jetzt wieder den gleichen Pfad wie eben. Das bedeutet, wir gehen auf Einstellungen, gehen dann auch wieder auf die Verwaltung der von Anwendung gespeicherte Daten, gehen dann jetzt aber auf gespeicherte Daten auf USB-Speichergerät und danach in Systemspeicher kopieren natürlich. Und jetzt wählt ihr hier natürlich wieder das Spiel aus, was wir gerade mit Safe Wizard modifiziert haben. In meinem Fall war es ja nur GTA und kopieren das jetzt in den Systemspeicher. Natürlich müsst ihr den alten Speicherpunkt so gesehen überschreiben. Da wird er jetzt auch natürlich auch fragen, ob ihr das wirklich überschreiben wollt. Dann sagt ihr hier natürlich einfach ja. Und das Ganze lädt sich jetzt wieder. Gut, wenn das Ganze jetzt fertig geladen hat, Leute, könnt ihr auch einfach mal GTA starten. Und sobald ihr in Story-Modus geladen seid, Leute, werdet ihr merken, dass ihr die Meldung bekommt, dass eure Fähigkeiten voll sind. Und wenn ihr das Optionsmenü mal öffnet, dann werdet ihr auch sehen, dass das Geld vorhanden ist. Also knapp 1 Milliarde GTA-Dollars. Und Leute, ich habe jetzt auch nicht Lust, die ganzen Meldungen jetzt abzuwarten. Ihr könnt einfach die untere Pfeiltaste gedrückt halten und dann seht ihr sowieso alle Fähigkeiten. Und ihr seht auch hier, alle Fähigkeiten sind wirklich max. Und das dank Safe Wizard. Wie geil ist das denn, bitteschön? Und Leute, generell war es schon das Grundtutorial zu Safe Wizard. Aber Leute, es kommen natürlich auch noch Erweiterungsvideos zu Safe Wizard oder auch Safe Editor und natürlich auch zu GTA und GTA Online mit den Stichwort DMO Glitch, Modded Outfit Glitch, Frozen Money und vieles mehr. Deswegen Leute, vergesst natürlich nicht, das Video zu liken und lasst auch ein Abo da, damit ihr diese krassen Tutorials nicht verpasst. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.